Diejenigen, die am Sonntag die Ohel-Jakob-Synagoge von innen besichtigen wollten, brauchten viel Stehvermögen. Denn vor dem Eingang des jüdischen Gotteshauses bildeten sich lange Schlangen, weil viele Münchner an den angebotenen Führungen teilnehmen wollten. Wir sind eigentlich aus München, aber wir waren noch nie drin. Wir kennen nur den Vorplatz. Aber unser Sohn war in Israel und deswegen interessiert es uns. Ich würde sie endlich gerne mal von innen sehen. Ich möchte gerne ein bisschen was darüber hören und finde es eine tolle Gelegenheit. Am 9. November 2006 wurde die Ohel-Jakob-Synagoge am Jakobsplatz eingeweiht. Mittlerweile zählt das Gotteshaus bereits über 270.000 Besucherinnen und Besucher. Die Orientierung in der Synagoge führt östlich auf den sogenannten Tora-Schrein. Da steht oben drüber, da, Livnei, Mi, Ata, Omet. Und wenn die Leute das alle übersetzen könnten, dann wüssten sie, wisse, vor wem du stehst. Also man soll sich bewusst sein, dass man sich im Gebet auf die Zwiesprache mit Gott konzentriert. Denn jedes Gebet an jedem Platz, ob hier die Männer oder auf den Seitenemporen die Frauen, ist eine direkte Zwiesprache mit Gott. Aber sie kann gemeinschaftlich nur beginnen, wenn mindestens 10 Männer beisammen sind, weil in dieser Synagoge, so modern sie von der Architektur ist, doch sehr traditionell organisiert ist und nur die Männer gezählt werden. Anhand von Schautafeln konnten sich die Besucher nicht nur über den Bau der Synagoge informieren, sondern auch über die jüdische Geschichte. Nach dem Erlass des Judenedikts 1813, das den jüdischen Bewohnern erstmals rechtliche Verhältnisse einräumte, wurde 2 Jahre später, 1815, die israelitische Kultusgemeinde München gegründet. Dass wir dieses Thema unter die Menschen bringen können. Dass die nicht meinen, dass wir da irgendetwas feiern, was man sich nicht erklären kann. Nein, es ist heute sichtbar, dass wir an die Vergangenheit des Judentums in München denken, in der Gegenwart leben und für die Zukunft planen. Wer Lust hatte, konnte in der jüdischen Buchhandlung neuen Lesestoff suchen oder beispielsweise im Untergeschoss des jüdischen Museums in die Vergangenheit des jüdischen Lebens eintauchen. Die Symbolkraft, das Licht- und Schattenspiel geht einem richtig tief, hat eine große Stimmung, also beeindruckt mich sehr. Für den Hunger erwartete die Besucher natürlich koscheres Essen. Typisch jüdische Spezialitäten also, die Reisenden Absatz fanden. Also hier im Moment haben wir jetzt zum Beispiel Shawarma-Falafel-Sandwich und wir haben unsere israelische Vorspeise. Die besteht zum Beispiel aus Hummus, Kichererbsenpüree oder Kichererbsenmus, Falafel, israelischer Salat. Das Bürgerfest am vergangenen Sonntag war nur ein Teil der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern. Jetzt haben wir die Nachbarn gefeiert, haben die Menschen gefeiert, haben München gefeiert. Und am 15. Juni werden wir das nochmal intern in natürlich einen kleineren Kreis machen und auch dem Ministerpräsidenten für seine wirklich hervorragende Leistung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft die Ohel-Jakob-Medaille überreichen. Das große Interesse der Bürger hat wieder einmal gezeigt, die jüdische Gemeinde ist längst im Herzen von München angekommen.